Dann bleibt ein anderes Thema, und das möchte ich mit allem Nachdruck und aller Schärfe betonen. Wer mehr Kohle verbrennen will, ist ein Verbrecher an unseren bioklimatischen Verhältnissen und an der nächsten Generation. Das bestreite ich ganz energisch. Der Ausstoß, die CO2-Emission, die zunächst für den Menschen unschädlich ist, ruft den berühmten Treibhauseffekt hervor. Man lese doch die Studie der Gesellschaft Deutscher Physiker. Die beschwören vor diesem Verbrechen an der nächsten Generation, warnen. Und da wir Ersatzmöglichkeit haben, und da stimme ich Herrn Strauß sogar zu, es ist allerdings umweltkriminell, aber damit verteidigen Sie ja nur Atomenergie, auf den weiteren Ausbau von umweltverschmutzenden Kohlekraftwerken zu setzen. Unser